Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zurück zu WhatsApp Feedback. Ich habe ja bereits darüber berichtet, Bibi hat den Twitter Star Spam Award gewonnen und bekommt nun ihren eigenen Twitter Smiley. Seit gestern kann man diesen nun nutzen, wenn man das Hashtag Bibi eingibt und die Bibi Gegner, ach, die haben sich richtig gefreut. Voll, also so überhaupt nicht. Nochmal kurz zusammengefasst, wobei es bei den Twitter-Stars eigentlich genau ging. Es ging darum rauszufinden, wer in Deutschland die treueste Twitter-Community hat. Und viele Twitterer haben sich darüber aufgeregt, dass nur YouTuber nominiert waren, aber mal ganz im Ernst. Könnt ihr mir auch nur einen deutschen Twitterer sagen, abseits von YouTube, dessen Community so spamwillig ist? Ja. Genau deswegen verstehe ich irgendwie auch, warum nur YouTuber in diese Auswahl gekommen sind. Für Bibi-Gegner ist der Smiley Grund genug, auf die Barrikaden zu gehen und Twitter zu fragen, ob sie noch alle Latten am Zaun haben. Unzählige Tweets wurden bereits am ersten Tag geschrieben, weswegen Bibi auch ganz oben in den deutschen Trends war. Vieles davon war allerdings nur Gehate und einiges tatsächlich ziemlich krasser Scheiß. Und abseits davon, wie unnötig diese Spam-Aktion eigentlich war, der Smiley hat schon jetzt seine Aufgabe erfüllt. Bibi-Fans können nun mit jedem Tweet ihrem Liebling ein Stückchen näher sein. Und Bibi-Gegner haben mal wieder so richtig die Möglichkeit gehabt, Luft rauszulassen und sich aufzuregen und sich selbst zu unterhalten. Natürlich sind viele Anschuldigungen gegen Twitter und gegen Bibi vollkommen überzogen. Denn mal ganz ehrlich, es macht keinen Sinn, so viel Energie in etwas so banales wie diesen Smiley zu stecken. Versteht mich nicht falsch, ich finde dieses ganze Hashtag Twitterstar total dämlich und bescheuert. Insgesamt Spam Awards gehen mir alle auf den Sack. Aber es macht doch einfach keinen Sinn, so zu tun, als ob davon die Welt untergehen würde. Für Fans ist es ein nettes Feature. Doof nur, dass man den Hashtag Bibi nie wieder in einem anderen Zusammenhang nutzen kann. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, Leute mal ein bisschen auf den Arm zu nehmen, finde ich vollkommen okay, denn Trollen gehört manchmal auch irgendwie mit dazu. Aber so zu tun, als ob das der Weltuntergang wäre, ist denn doch ein kleines bisschen überzogen. Oder doch nicht? Wirklich witzig dabei ist, dass das Ganze, ob gewollt oder ungewollt, in Unterhaltung ausartet. Denn egal, ob man sich als Fan freut, dass man diesen Hashtag jetzt nutzen kann, oder als Gegner sich drüber aufregt, man hat was zu tun und ist beschäftigt in der Zeit. Es ist halt so, dass sich Leute ab und zu gerne aufregen wollen. Und hier wurde ihnen wieder was zum Aufregen gegeben. Unterhaltung, Freunde. Das ist alles. Auf eine sehr merkwürdige Art Unterhaltung. Eure ganzen Gedanken zu diesem Thema gerne unten in die Comments. Und wo wir schon mal bei Unterhaltung sind, ihr habt die Möglichkeit, Kinotickets zu gewinnen, denn zusammen mit Robert Hofmann veranstalte ich wieder eine Social Movie Night in Berlin. Dieses Mal schauen wir zusammen den Film 10 Cloverfield Lane. Der Trailer sieht schon mal echt interessant aus. Er verrät zwar kaum was, aber das macht es umso interessanter. Produziert wurde der Film übrigens von J.J. Abrams und einen der Hauptrollen spielt John Goodman. Die Social Movie Night findet am 18.03. wie eben schon gesagt in Berlin statt und zusammen mit Robert verlosen wir 440 Tickets. Das bedeutet zweimal 220, denn ihr dürft natürlich gerne eine Begleitung mitbringen. Wir gucken den Film ganze 2 Wochen vor Kinostart und wie ihr mitmachen könnt, ist auch ganz einfach. In der Videobeschreibung findet ihr ein Formular, das müsst ihr online ausfüllen, abschicken und mit ein wenig Glück gewinnt ihr dann und dürft kommen zur Social Movie Night. Macht mit, wenn ihr aus Berlin oder Umgebung kommt oder bereit seid, sehr weit zu reisen. Die Social Movie Night macht immer wieder extrem viel Spaß und es ist mir wirklich eine Freude, dass ich auch dieses Mal wieder mit dabei sein darf. Und ich freue mich auf euch. Macht mit, Link unten in der Beschreibung. Das war's mit WhatsApp Feedback von diesem Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren. Viel mehr schaut auf meinem Vlog-Kanal vorbei. Da gibt es ein Behind the Scenes, wie ich dieses Video hier produziert habe. Ah, da unten ist gerade die Vlogging-Kamera. Verrückt, oder? Bis dann, haut rein. Peace and out.